Nee, nee, ich weiß, das ist gut. Mein Gott, Stefan, das Gemälde. Wie bist du da rangekommen? Das will ich seit Jahren. Die Familie sagt mir, es sei unverkäuflich. Sozusagen eine Leihe. Der Sohn hat mich bei Baccarat. Stefan, ist unmöglich. 007, Sie brauchen einen Schlüsselcode, um durch die Tür zu kommen. Der Code scheint auf drei Wachen im Casino aufgeteilt worden zu sein. Jeder hat nur einen Teil bei sich. Ich markiere Ihre Standorte auf Ihrem Telefon. Scannen Sie Ihre Zugangskarten, um den Code für den Lift zu erhalten. Einer weniger, 007. Noch einer, Bond. Weiß jemand, wann die Spieler ankommen? Keine Ahnung. Das hieß nur, der Raum muss bewacht werden. Das müssen wichtige Leute sein, wenn wir hier Wache schieben müssen. Ich hab gehört, Pomeros ist da jemand? Und wie der seine Privatsphäre verteidigt, ist ja bekannt. Ja, daran wird's liegen. Das war's, 007. Sie haben alle nötigen Daten, um Pomerovs Lift zu betreten. Dass man den Jackpot nicht knacken kann, ohne ein paar Chips zu setzen. Ein Risiko, ein Gewinn. Was ist das? Das ist ein goldenes Chip. Stefan. Wie viel bekommen? Stefan, gerade du solltest wissen, dass man den Jackpot nicht knacken kann, ohne ein paar Chips zu setzen. Kein Risiko, kein Gewinn. Was ist das?
Das ist ein goldenes Glück. Worum ging es bei dieser Forschung? Das wissen Sie. Es ging um Anthrax und Pocken. Um Gegengifte zu entwickeln, die man bei einem biologischen Angriff einsetzen kann. Könnte man sie militärisch einsetzen? Als Waffe statt als Heilmittel? Nein! Nein? Warum sind die Dokumente dann kodiert? Das wissen Sie. Ich habe zu Hause gearbeitet. Wie lautet das Passwort für das USB-Laufwerk? Wie kann ich den Code knacken? Halt! Stopp! Ich sag's Ihnen. Danke. Nicole, wo sind Sie? Draußen, was ist passiert? Das Casino wurde geschlossen. Gehen Sie zum Wagen, fahren Sie vorne vor. Was haben Sie vor? Das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Ich habe den Wagen vor dem Casino. Wo sind Sie? Bin unterwegs. Machen Sie sich bereit.
Hier, hoffentlich ist es trocken genug für Sie. Was trinken Sie? Das Gleiche, pur. Ich stehe nicht auf Mädchendrinks. Bond, sind Sie da? Ja, ich bin hier. Nicole, würden Sie 007 und mich einen Augenblick entschuldigen? Das ist streng geheim. Natürlich, kein Problem. Wir können reden. Was haben Sie rausgefunden? Wir haben die Dokumente übersetzt, die Sie in Pomerovs Büro fotografiert haben. Die meisten waren wohl Rechnungen für hochkomplexe Chemieproduktionsgeräte. Der Lieferort war eine Chemiefabrik in Sibirien, die er vor kurzem wieder in Betrieb genommen hat. Dann ist es klar. Man hat Tedworth gefoltert, damit er das Passwort für seine Forschungsdaten verrät. Er arbeitete an Gegenmitteln zu Anthrax und Pocken für die Armee. Aber man könnte sie auch als Waffen einsetzen. Das befürchten wir. Nein, das befürchtet die ganze Welt. Sie müssen herausfinden, ob das alles stimmt. Halten Sie ihn auf. Vielleicht kann Ihnen Miss Hunter bei Ihrer Suche assistieren. Ja, ich spreche mit ihr. Gut. Viel Glück, Bond. Fertig? Ich muss mir Pomerovs Fabrik in Sibirien ansehen. Em hat vorgeschlagen, dass Sie mir dabei assistieren. Ich brauche einen Flug, Bodentransport, einen Kontakt vor Ort und... Moment, Moment, nicht so schnell! Ich habe Pomerov gesagt, dass ich auf sein Geschäftsangebot zurückkomme. Die perfekte Tarnung für uns beide in der Fabrik. Für uns beide? Em sagte assistieren und nicht begleiten. Wie soll ich Sie denn bitte sonst nach Sibirien bringen? Lassen Sie mich raten, ein Freund von Ihnen hat ein Flugzeug? Kann ich bitte mit Rudolf sprechen? Warum überrascht mich das nicht? Sie werden es lieben. Es hat eine Dusche, einen Weinkeller und ein riesiges, rundes Bett. Ja, ich warte. Was? Was soll denn dieser Blick? Sie werden alles für sich haben. Ich sitze im Cockpit und fliege. Nett von Ihrem Freund Rudolf, uns den Wagen zu leihen. Macht ihm das nichts aus? Er hat 6 davon, schon in Ordnung. Was soll man hier sonst mit seinem Geld? Außer Uhren und Schmuck kaufen. Sind Sie sicher, dass Sie das durchziehen wollen? Ich kann einfach nicht glauben, dass Pomerov etwas Böses vorhat. Er war für mich wie ein Onkel. Der Fabrikeingang liegt da vorne. Tun Sie einfach, was ich gesagt habe. Alles nach Plan, dann wird alles gut. Das ist kein Spiel. Ob Sie wirklich als mein Leibwächter durchgehen? Ganz ohne Leibwächter wären Sie wohl verdächtiger. Ja, so ist Russland. Ohne ist man ein Niemand. Schön. Sie können das bestimmt gut verkaufen. Was denn, Herr Wittje? Ich möchte zu Stefan Pomerov. Würden Sie erwartet? Glauben Sie, ich bin nur zufällig in Sibirien? Mein Leibwächter muss irgendwo warten können. Wo bekommt er Wasser und Brot? Parken Sie da drüben. Er kann im Schuppen warten. Спасибо. Also gut, ich gebe Ihnen 5 Minuten, um in Pomerovs Büro zu kommen, bevor ich Ärger mache. Damit komme ich klar. Das ist der Plan. Ja? Entschuldigen Sie die Störung, 007. Wir haben uns in Pomerovs Hauptrechner der Raffinerie gehackt und die Forschungsdaten von Tedworth gefunden. Aber wir konnten sie nicht schnell genug lesen. Sie müssen zum Serverraum gehen und über das Hauptterminal darauf zugreifen. Ich denke, wir kommen dahin. Gibt es Anweisungen? Ich markiere die Position auf Ihrem Telefon.